So, also sind wir mal angekommen. Keine Sorge! Falls du verletzt, verstümmelt oder entstellt wirst, können wir dich jederzeit in einer Werkstatt reparieren lassen. Oh, Moment! Das geht ja gar nicht, weil du kein Roboter bist, sondern ein dämlicher Fleischhaufen. Pech gehabt! Nicht so gemein, Claptrap. Wir sehen uns noch. Das darf man nicht vergessen. Oh, schön. Ja, also, es ist irgendwie nur hier so, dass man irgendwie in den ganzen Schränken richtig Items findet. Irgendwie war. Ich dachte, das war bei General Knox auch schon so gewesen, aber das habe ich mich irgendwie geirrt. Ah, hier ist ein Schwert dabei. So, jetzt können wir jetzt ein bisschen... Das ist jetzt ziemlich geil gemacht. Das war hier wohl meine, wie man sieht, eine Crimson Lands Arena oder... Arena nicht, ein Bunker gewesen. Wir könnten jetzt... Geht's hier unten lang? Oha. Ja, man kann jetzt sich hier ein bisschen so noch frei bewegen. Weiß zwar nicht warum, aber gut. Die geht sogar hier unten noch lang. Ah! Greifen mich von durch den Felsen aus an. Ja, da hinten sind Klept. Da sind noch ein paar Rex. Nicht Rex. Da sind noch ein paar Klept-Rex. Skags, genau. Es sind auch noch ein paar Skags. Na gut, die sind immun dahin, das sollte man vielleicht wechseln, das hoffen. Also nahe gehen die. So. Was bist du? Hohe Kapazität. Och, hohe Kapazität, ah, okay, alles klar. Gut, wir gehen aber hier hoch, weil hier ist wirklich nichts weiter. Hier sind, glaube ich, nicht mal Truhen gewesen. Oder Kisten. Von daher... Gehen wir einfach mal hier hin. Oh Mann. Puppies for free. Guns and Ammo and Candy. Puppies sind die Hunde oder Hundewelpen. Oder die Welpen einfach nur. Oh Mann, ey. Vor allem diese ganzen, wie man sieht, diese Raketen sind hier einfach nur Pappaufsteller. Ich verstehe leider nicht, was er da sagt, aber er sagt, glaube ich, ziemlich witzige Sachen. So, ich muss mich beeilen, genau, weil es ziemlich gemein gemacht ist. Hier kommen diese scheiß Spreng-Clap-Traps. Irgendwie ist es gemein, der muss jetzt schon hier zweimal dran glauben, bei diesen Add-on. Hier alles Pappaufsteller. Wir können die auch abschießen und kippen so um. Ich weiß gar nicht, bei Raketen, glaube ich, ging das nicht. Und wie ihr seht, tun uns hier haufenweise Claptrots bei dem Fight zuschauen. Wir können die aber auch alle einfach killen. Ja, oh, das juckt den anderen daneben, aber irgendwie reichlich wenig. Also, gehen wir einfach weiter. Wir müssen ja bloß das Oberhaupt umnieten. Change.
Eine kleine Falle. Falls ihr wisst, was da steht, könnt ihr mir das mal gerne reinschreiben. Ich bin dafür zu faul, jetzt immer zu googeln. Ich denke mal, dafür gibt es so wirklich eine Google-Lösung, was da steht. Es wird nicht viel sein, aber es steht definitiv da um was. Auch super geil. Das Szenario hat sich gewechselt. Machen wir hier was Besonderes? Nö. Naja, gut. Das Szenario hat sich geändert. Und zwar sind wir jetzt so ein bisschen mehr in Jacobs Cove-Szenario. Cool gemacht. Ich glaube, das andere war vorhin auch keine richtige, kein richtiger Bunker, sondern man hat ja gesehen, dass das nur zur Hälfte gemacht war. Also tut Claptrap hier einfach mal die Umgebung so ein bisschen anpassen. Hier sieht man es ja, das ist irgendwie noch nicht fertig geworden. Ah, gut, okay. Ich dachte, da kommt etwas Besonderes nochmal. Das habe ich noch nie gesehen. Was steht denn da? Free Treasures. Da ist doch, da sind da bloß... wie langweilig ist das denn? Toilette, Mülleimer... und Munition. Naja, gut. Ja. Oh Mann, ey. So, dann folgen wir mal einfach... doof. Oh Mann, ey. Verdammt. Komm schon. Ich will den da noch. Gut, sehr gut. Jetzt kommen ein paar Zombies hier. Badass-Zombies auch. Geil. Och, guck mal da. Spa. No Evil Boss hier. Und wir haben Free Treasures. Okay. Hier ist ein Haus. Gehen wir einfach mal rein. Oh, eine Falle. Hm, wer fehlt denn noch als Gegner? Jawoll. Net. Toter Netzwerk. Oh, der Arsch. Wieder so eine Explosiven. Nein, 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 die Attacke ist gefährlich. Unschlagbares Angebot, oder? Was uns Claptrap da gegeben hat. So. Hier beobachten sie uns alle wieder. Hier sind wir ein paar Pappaufsteller. Ach, ist irgendwie schon cool gemacht. So. Jetzt beginnt so ein kleiner Schießparcours. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Letztes Mal habe ich ihn nicht bestanden, weil ich aus Versehen falsch gelaufen bin und dadurch einen Gegner übersehen hatte. So, von daher. Bam. Achso, die komischen Figuren bewegen sich da irgendwie noch. So, ich bin mir jetzt bin gar nicht mal so sicher. Ah, jetzt kommt hier von hier, den hatte ich letztes Mal übersehen. Genau. Ich glaube, ihr seht langsam, wie sich das Areal jetzt ändert. Jetzt sind wir wieder. War das jetzt eine Aufnahme? Hä? Hat... Ach, töte sie?
Hättest du uns gesagt, wir sollen sie töten? Oder andersherum? Naja, egal. So, wir haben nämlich eine Belohnung. Hier, das sind, wenn man 2 getroffen hat. Wenn man 4 getroffen hat, glaube ich. Ne, 5 sogar. Und wenn man alle getroffen hat, kriegt man eine Truhe. Schön. Ja. Okay, this time we are serious no boss here. Ja, genau. Oh mein Gott. Der Zerstörer. Komm an das Tier-Trap. Upsala. Okay. Er hat also gehofft, dass wir so weit kommen. Das ist so geil. Oh Mann, ey. Die Steine sind einfach nur ein bisschen Pappaufsteller. Ach nee. Gut. Soweit haben wir schon mal geschafft. Hier bekommen wir nochmal eine kleine Belohnung, eine Truhe und nochmal ein paar Kisten. Paar Automaten. So, jetzt bin ich echt dann überlegen, ob ich ein paar Medikits hole. Ich mach's mal, weil der nächste Boss ist wirklich gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Ich nehme mal ein bisschen mehr. Der ist wirklich echt. Ich hab da immer Probleme bisher gehabt. Vielleicht ist es jetzt mit dem Charakter besser, aber mal gucken. Dann mal los. Und was ist das letzte Areal? Arid Badlands. Geil. Und nein, Freunde, das ist diesmal keine Maskerade. Es ist wirklich. Firestone. Geil, oder? Weil, ist ja auch klar, logisch, Claptrap war ja auch hier. Finde ich cool. Richtig schönes Ende. So, wen haben wir denn da? Markus, ja. Ach ja, wir haben ja ihn die Reifen repariert, den Boss repariert. Hallo, meine Freunde. Hyperion hat mich gebeten, euch zu noch größeren, besseren Planeten zu transportieren, sobald ihr diesen kleinen Scheißer erledigt habt. Aufregende neue Welten wie Eden 6. Also, einmal auf Eden 6. Wenn Sie mehr als einen Schuss brauchten, haben Sie keine Jacobs benutzt. Weißt du, ich bin nicht programmiert für direkte Kämpfe. Ich bin auch nicht drauf programmiert, dauernd Gänsefüße in die Luft zu zeichnen. Aber offenbar bin ich fertig mit meiner Programmierung, meiner Versklavung und meiner Geduld mit deinesgleichen. Mach dich gefasst auf den Mega Interplanetary Ninja Assassin. Ja. Okay, jetzt wird's ein bisschen problematisch. Es ist nicht wirklich nicht so einfach, gegen ihn jetzt klar zu kommen. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil dieser Roboter. Okay, reitet ständig im Rennen. Oh, Scheiße, den könnte ich ja wirklich ziemlich schnell besiegen. Dann machen wir das mal. Okay, sein Interplanetary. Okay, ich häng da fest.
Oh, was war das denn? Und da ist er. Ich mag ihn aber. Aber er kann ja gar nicht so stark sein, oder? Drachenfuß? Alter, habt ihr das gemerkt? Der macht mich mal fast One-Hit, der Typ. So ist das tatsächlich gewesen. Bis auf den Teil, wo ich von der verrückten Schlampe versetzt wurde. Das habe ich erfunden, damit die Ladies bleiben. Unglaublich. Einfach großartig. Sie haben die Rebellion gestoppt. Pandora gerettet und den Ruf von Hyperion wiederhergestellt. Leider haben sie auch die Garantie für diesen Claptrap verwirkt. Sie werden ihn also behalten müssen. Allerdings wäre dann noch die Sache mit ihrer Belohnung zu regeln. Kommen Sie zu mir. Klingt der irgendwie in einer Falle. Oh, ich mag diesen Claptrap. Aber wie gesagt, er ist wirklich ein ganz besonderer. Ich meine, er wurde ja auch nicht zerstört, was ich schön finde. Meine, wir hätten ihn ja auch einfach töten können, wenn es mal danach geht. Weil wir haben ja, wie viele haben wir abgeschossen und zerstört, aber ihn haben wir nicht zerstört. Das ist aber auch gar nicht mal so schlecht, das wird sich später noch rausstellen, weil der ist schon echt ein besonderer Claptrap. Jetzt sowieso, nachdem er ja so gerebootet wurde. Vielleicht hype ich ihn auch ein bisschen zu sehr, aber ich mag ihn halt. So. Jetzt haben wir eigentlich die aufgemacht, aber die nicht. Nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Nö, nicht besonders schade. Sehr schade. Hier sind richtig viele Thronen in diesem Areal. Was ist das denn? Da ist ein Stück von den Claptrap geflogen. Ey, die Riesenexplosion vorhin, die war ja krass. Ich weiß gar nicht, was das war. Ob das der Interplanetary Assassin Claptrap hier, dieser war? Keine Ahnung. Kann ich euch nie sagen. Ich muss mal noch ganz kurz die ganzen Truhen hier abklabüstern. Ja, und zwar ist er deswegen manchmal so stark, weil wenn er sich umdreht und diese Klappe da vorne öffnet, da sind Raketentürme drin und die schießen nicht normale Raketen ab, nein, die schießen diese verkackten Streuraketen, die wir mit dem Monsterwagen auch abschießen konnten, ab und ey, das ist richtig übel. Die killen uns mal ganz schnell, wenn wir da nicht irgendwo in Sicherheit stehen. Und dann kommen noch diese explosiven Claptraps raus. Das ist schon echt hardcore, gegen den zu kämpfen. Dieser komische Überlaser, den er abschießt, der ist, finde ich, jetzt nicht unbedingt so prickelnd, aber wie gesagt, das ist alles andere da so. Okay. Na dann gehen wir mal zurück zur Tattoo Station und holen uns unsere Belohnung. So. Vorhin geben wir die Quest ab. Das ist ja auch noch ganz wichtig.
Und dann kriegen wir unsere Belohnung. Aber es klingt irgendwie so wie eine Falle, oder? Von Mr. Blake. Ah ja. Hierher. Wir sind ja wohl... Ich denke aber nicht, dass er so dämlich ist, uns eine Falle zu stellen. Ich meine, er hätte oder seine Leute hätten es sowieso nie geschafft, gegen diesen Claptrap zu kämpfen. Und naja. Jetzt wird er da wohl uns hier auch nicht nochmal eine Falle stellen. Das ist Schwachsinn. Gleich sind wir da. Sie haben überlebt. Schön für Sie. Glückwunsch, die glorreiche Revolution ist zerschlagen. Obwohl du dir sicher bist, dass irgendwelche verweichlichten College-Kids noch jahrelang Claptrap-T-Shirts tragen werden. Viva la Revolution. Achso, weia. Das ist gemein. Ach ja, Ihre Belohnung. Ich denke, Sie haben sie sich verdient. Naja, hier der Schlüssel zum Hyperion-Geschenkeshop. Sie finden Ihre Bezahlung dort. Supergeil. Ein Speicherdeck-Upgrade. Bringt einen gratis Skillpoint. Sehr schön. Helfen ist Belohnung genug. Nein. Blake hat dir den Schlüssel für einen Hyperion-Geschenkartikelladen gegeben. Jetzt wird sich zeigen, ob der Schweiß, das Blut und die toten Claptrops all das wert waren. So, super geil. Ein gratis Skillpoint. Und das kriegen wir hier. Und wenn ihr die Mad Moxie Arena, also das Underdome, fertig macht. Und da gibt es auch eine Quest, nur eine einzelne. Und wenn man die macht, dann kriegt man auch einen Skillpoint geschenkt, und zwar auf jeden Grad, ja, also auf jeden Durchlauf, auf den ersten und auf den zweiten. Und hier ist es genau das gleiche, auf den zweiten und auf den ersten gibt es jeweils einen Skillpunkt geschenkt. Sehr schöne Sache. So, hier ist der Geschenkartikel-Shop. Und jetzt gucken wir uns mal um. Toll! Kisten, Regale, ein paar komische Sachen. Das ist ja ein toller Shop. Wahnsinn. Aber wir haben einen kleinen Guy im Schalter. Gucken wir uns mal das Lager an, was hier so viele tolle Sachen haben. Und ich glaube, das hier ist Geschenk genug, oder, Freunde? Geil. Haufenweise Kisten. Und ich habe schon irgendwas Legendary-Technisches gesehen. Und hier können wir immer hin. Ja, also das ist sozusagen immer offen. Das ist eine sehr gute Belohnung, meiner Meinung nach. Natürlich ist das Lager von General Knox noch deutlich besser, weil es auch die großen Truhen da gibt und dadurch auch Pearl-Waffen. Aber das ist schon ziemlich super geil. Oh, toll, sie ist genauso wie die ich hier schon habe. Aber wirklich 1A, nur dass meine dadurch besser ist, weil sie einen höheren Nahkampfschaden hat. Na egal, vielleicht... Alter! Jetzt zum Ende? Das kann doch nicht wahr sein! Ich fasse es nicht! Ich fasse es nicht, Freunde! Zum Ende bekommen wir eine gute Mesha. Ich fasse es nicht, Alter, aber die ist ganz schön... Die streut ganz schön. Och Mann, ey, ist das eine Scheiße, wa? Naja, gut. Und noch eine Legendary, cool. Hat sich mal gelohnt, so oft habe ich hier sonst nie Legendary, ist eigentlich ziemlich selten. Ziel besonderes, das ist eigentlich völlig wurscht. 60% Pistolero. Na gut. Wir geben die Quest ab und, ups, dann war es das hier eigentlich auch schon. Ups. Mensch. Bereit für den nächsten Level? Das nenne ich mal einen Geschenkartikel.
das stimmt allerdings. Dieses geheime Waffenversteck ist besser als alle Schneekugeln, Schnapsgläser und Plüschskeks der Welt. So, Freunde, das war's. Wir haben Borderlands 1 komplett durchgespielt und alle Add-ons dazu. Tja, das war's von diesem Projekt Borderlands. Wir sehen uns bei den nächsten oder bei nächsten Projekte, wie zum Beispiel Borderlands 2 oder Pre-Sequel oder eben halt auch The Tales from the Borderlands zum Beispiel. Das kommt natürlich auch noch an. Und noch vieles mehr. Also bis zum nächsten Projekt. Ciao.